Hearthstone. Solo-Abenteuer. Der Frostthron. Runde 14. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Also das war mehr als überraschend in der letzten Runde, dass ich den Lichkönig auf Anhieb geschlagen habe. Mit einem ganz normalen Deck. Hätte ich nie im Leben gedacht. Und da ich das ein bisschen wenig fand, eine einzige Runde, dachte ich mir, komm, ich versuch's mal mit einer anderen Klasse. Natürlich habe ich jetzt innerhalb von vielleicht 5 Minuten kurz ein Deck zusammengewurstelt. Mein Jägerdeck, das so einigermaßen fit war. Das letzte Mal habe ich es mit euch gespielt, das Jägerdeck. Habe so ein paar Sachen ausgetauscht. So ein paar neue Sachen, die ich dazu bekommen habe. Vielleicht auch ein bisschen passend zu ihm. Und jetzt will ich es mal versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass ich es schaffen werde, ihn zu besiegen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was er spielt. Aber ich hatte einfach jetzt keine Lust, nur eine einzige Runde mit diesem Solo-Abenteuer zu bringen. Und klar, mich reizt dieser Paladin. Ich weiß halt nur nicht. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das tatsächlich, also fertig kriegen möchte, fertig bringen möchte, dass ich euch alle 8 oder wie viel, nee, wie viel sind es jetzt? Doch 8, glaube ich. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich hätte gern den Loot, aber das kann ein ganz schöner Grind sein, glaube ich. Denke ich schon. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen wollt, ob das für euch interessant ist. Na klar, er sagt auch jedes Mal was anderes, so hey Jäger und so, und ich dachte, wir versuchen es jetzt einfach mal, aber erwartet jetzt nicht zu viel. Rexa gegen den Lichtkönig. Lasst die Jagd beginnen. Ist es wirklich Rechtschaffenheit, die euch treibt? Ich bin mir nicht sicher. Den habe ich mal eingepackt, weil ich das letzte Mal gelesen habe, der soll einer der besten Legends sein. Das habe ich bei so vielen Karten gesehen, wo ich dachte, hä, das kann doch nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich den einsah, ob das eine gute Idee ist. Ich habe aber wieder Ding dabei, Torginator. Könnt ihr euch ja vorstellen. Jetzt macht er wieder das mit dem Emote, oder? Jäger. Wenn ich euch eure kleinen Freunde wegnehme, was habt ihr mir dann noch entgegenzusetzen? Hä? Sag mir jetzt nicht, dass das jedes Mal... Kriegt den Gegner für jeden Diener ins... Warte, was? Hä, was? Wie? Hä, was war... Hä? Was? Was war denn das jetzt? Wie? Was? Er kann dann mir... Und bitte, wie hätte ich das jetzt verhindern sollen? Was war denn das jetzt für ein... Oder ist es dieses... Deswegen meine ich, man muss das ein paar Mal gespielt haben. Diese unfaire... Hä? Diese unfaire Mittel oder... Hä? Wieso bin ich denn jetzt tot? Für jeden Diener... Hä? Darf ich jetzt keine Diener einstecken haben als Jäger oder was? Oder ist das grundsätzlich ein Problem? Eure Schmerzensschreie werden meine legendären Spielzüge bezeugen. Alles klar. Das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Ey, das ist natürlich jetzt nicht der geile Beginn. Der vorhin war besser. Macht er, killt er mich jetzt wieder? Das hat er beim Priester nicht gemacht. Ich verstehe es nicht. Killt er mich jetzt einfach wieder oder was? Darf ich keine Diener haben oder... Alles klar. Ja gut, okay. Dann weiß ich jetzt aber auch nicht, wie ich das spielen soll. Alles klar. Und wie soll ich das jetzt bitte... Macht er das jetzt wirklich jedes Mal oder ist das jetzt ein bisschen dumm gelaufen? Ich probiere es jetzt noch einmal. Und dann muss ich das umsch... Hä, ich kann doch... Was? Ich brauche doch Diener. Ich kann ja nicht nur Zauberkarten dabei haben. Gegen den Lichtkönig. Hä? Wie... Lass die Jagd beginnen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Euer Deck. Das sieht eher nach einem Hilfeschrei aus. Ich kann mich doch nicht für jeden. Ich kann ja nicht nur Zauberkarten dabei haben. Oder die Hälfte an Dienern rausnehmen, oder was? Der killt mich jetzt wieder, oder was? Ja, alles klar. Aber wie soll das gehen? Da bin ich aber froh, dass ich Priester. Das ist ja bescheuert, also. Seid mal ein bisschen. Wir können von mir aus live miteinander an diesem Jäger... Das ist ja blöd. Ich muss ja irgendwie... Wie soll das gehen? Wir können live an diesem Jägerdeck mal so ein bisschen fummeln. Aber er kann doch jetzt nicht... ich kann doch jetzt nicht sämtliche Diener rausschmeißen.
Also, das ist doch irgendwie bescheuert. Ich meine, ich kann. Also, ist ja bescheuert. Was soll ich denn da rausnehmen? Vor allen Dingen, mache ich halt Pegel raus, meinetwegen. Ich kann ja nicht nur Ding dabei haben. Nicht nur irgendwelche. Also, das schnalle ich nicht. Nicht nur irgendwelche Zauberkarten. Ich brauche doch irgendwas zum Angreifen. Gut, stillen, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Dann mache ich halt den mal raus. Lebensentzug, ja gut, das könnte halt noch hilfreich sein. Den brauche ich eigentlich. Da dachte ich halt, dass er stark ist. Er ja, weiß jetzt auch nicht. Also den habe ich übrigens eingesteckt, den hier, weil ich mir dachte, da kriege ich diese Frostgraben-Diener damit weg. Aber wie soll ich denn jetzt? Gut, dann mache ich halt, was weiß ich was. Von mir ist Dr. Bumm auch noch weg und den Moorschleicher noch weg. Lichtkönig brauche ich vielleicht. Vor allen Dingen, ich kann ja jetzt nicht nur Zauberkarten einstecken. Was weiß ich, dann nehme ich halt mal die mit. Also das verwirrt mich. Ehrlich, also da weiß ich gar nicht, was ich mitnehmen soll. Diener dürfen sie jetzt nicht mehr sein. Das ist ja auch geil, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung, vielleicht die Schlangen oder so. Was weiß ich? Was weiß ich? Das Leben runtersetzen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mitnehmen soll. Ich darf keine Diener einstecken. Na danke. Also das. Ich dachte, ich probiere es mal mit einer anderen Klasse. Jetzt baue ich extra den Jäger auf und jetzt kommt er mir so. Das ist auch geil. Vielleicht noch das, aber das ist ja auch nichts, was ihn dann killt, oder? Ich muss ihn ja umhauen auch noch. Und das sind ja keine Zauberkarten hier. Kann ja nicht nur Zauberkarten mitnehmen. Oder? Also wisst ihr, wie ich meine? Bei dem Fährtenleser, was habe ich denn da für eine. Achso, das ist schon die. Ich würde sagen, ich könnte auch die goldene mitnehmen. Also jetzt weiß ich auch nicht. Vielleicht das dann noch oder so. Also, das ist ja total bescheuert. Das habe ich jetzt. Das ist ja furchtbar jetzt. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht jetzt gerade, was ich da einstecke, beziehungsweise. Ich finde es ja schon anstrengend, dass man es mit allen Klassen machen soll, aber jetzt soll ich auch noch den Jäger irgendwie überleben, weil der diesen Move da macht. Das hat er beim Priester nicht gemacht. Also das haut mich aus der Bahn. Sonst probiere ich mal Magier oder so. Aber das muss ich dann in einer nächsten Runde machen. Das kann ich jetzt nicht auch noch bauen. Lasst die Jagd Am besten beginnen. Eure muss ich gucken, dass ich die Schreie werden ganzen meine legendären Spielzüge bezeugen. die Diener hier auf der Hand schon mal habe, weil die machen das Aua dann auch nicht, glaube ich. Also ich muss versuchen, keine Zauberkarten hier am Anfang zu haben. Das überlebe ich ja nie. Ja, so ein bisschen, das ist leider eine Zauberkarte, so ein bisschen Diener, wisst ihr? Damit er hier halt irgendwie, damit ich das irgendwie, aber dann überlebe ich das vielleicht mit maximal 5 oder so. Das war's. Wenn überhaupt. Jetzt kommt das wieder. Also habe ich noch 8 Leben. Das habe ich gemeint, wo ich gesagt habe, das überlebe ich dann mit 5 oder so. Ja, wow, das hat es jetzt vollgebracht. Das werde ich ganz bestimmt überleben. Ganz bestimmt. Na klar doch. Na genau. Passt schon. Kein Problem. 8 Leben. Ich kann mich nicht heilen und nichts. Ich kann Lebensentzug irgendwann spielen, aber bis der draußen ist. Ja, wow. Diese Bestien sind niemand. Vielleicht der da, aber der wäre ein bisschen früh. Vielleicht der würde noch gehen. Obwohl der schon auch geil ist. Mit 7 Mana dann die ganze Zeit Schaden zu fügen. Ich weiß es wirklich nicht gerade. Ich habe noch 8 Leben. Ihr spielt, wie mein Vater sein Königreich regierte. Mit schwacher Hand. Alles klar. Ist ja auch schlecht möglich mit 8 Leben, oder? Das knallt er mir jetzt rein, oder was? Die 4 Leben. Ja, das war klar, das wusste ich. Das werde ich nicht überstehen. Das werde ich nicht überstehen. Ich muss das spielen. Ich zieh euch das Fell. Also das ist. Also. Ich kann nicht noch mehr Diener rausnehmen. Oder? Ja, jetzt bin ich dann tot. Die machen ja. Ich habe keinen Tank oder sowas.
Ja, das ist ein fieser Beginn. Da hatte ich es mit dem Priester aber leichter. Und ich habe ja zwar eine Lebensentzugkarte, aber ich komme gar nicht dazu. Ich komme gar nicht dazu, sie zu spielen. Die Lebensentzugkarte. Schafft das gar nicht. Jetzt bin ich tot, der macht 4 Damage. Also, ich habe keinen Tank im Augenblick. Lebensentzug. Ich bin dann jetzt weg. Er killt mich jetzt. Also, wenn er nicht allzu doof ist, geht er auf mich. Ja, das war's. Wie soll denn das gehen? Also, da fand ich den Priester aber deutlich einfacher. Aber wirklich jetzt mal. Und ich glaube ja nicht, dass er jetzt in anderen Bereichen dafür etwas schwächer ist oder sowas, aber das ist ja total krank. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, aber das kann ich jetzt nicht nach... Der kann mich doch nicht mit 8 Leben oder so oder noch weniger anfangen lassen. Ich brauche doch ein paar Diener. Kann er nicht nur Zauberkarten machen? Er ist doch trotzdem genauso stark wie vorhin beim Priester. Also vorhin im Sinne von... Ihr wisst schon, was ich meine. Ist das nicht gut? Das sind lauter Zauberkarten. Ist es wirklich Rechtschaffenheit, die euch treibt? Oder ist es eh egal, weil das Deck ist... Das sind auch Zauberkarten. Vielleicht ist es auch wirklich, weil er halt hier immer hier drauf geht. Nee, ist schon Deck. Jetzt bin ich noch toter als vorhin, glaube ich. Weil hier alle lauter Zauberkarten liegen. Jetzt kann ich wahrscheinlich auf 2 Leben runter oder schlimmer ist. Oder ich bin direkt wieder tot. 6 Leben, genau das meine ich. Und jetzt killt er mich mit dem Sinn, also wieder. So, wir zum Thema Lebensentzug. Das ist aber hart, also vor allem als Jäger, man hat da keine Chance zu heilen. Klar, wie ich die Lebensentzugkarten endlich mal gespielt bekomme, aber okay. Naja. Komm ja mana-mäßig auch nicht dazu. Muss ich so machen, ich will den Ding nicht abgeben. Achso, ich wollte vorher die Karte auf den machen, das habe ich jetzt vergessen. Das war natürlich jetzt toll, das war es nicht, was ich wollte. Ja, das war jetzt blöd. Das war es nicht, was ich wollte. Ja, das kann ich aufgeben. Das war jetzt ein... War ein Fehler. Also das ist, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Deswegen sagte ich, ich weiß nicht, ob ich das onscreen mache. Da brauche ich dann nur einen Guide, glaube ich, als Jäger. Wisst ihr, wie ich meine? Da brauche ich dann, glaube ich, einen Guide. Gegen den Lichtkönig. Na, keine... Keine Angreifer, oder ihr wisst schon. Lasst die Jagd beginnen. Eure Pein wird legendär. Komm, jetzt gib mir noch einen Diener, das ist ein Minimum. Das will ich nicht. Puh. Ich glaube, ich gehe wieder runter auf 8 Leben, wenn ich das richtig gerechnet habe. Vielleicht sind es ja nur 10. Ne, 8. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ja gut. Da hatte ich es also als Priest echt einfacher. Also das schaffe ich nicht. Also da ich habe einfach zu wenig Leben, das packe ich nicht. Frühzeitig brauchst du da Tanks oder sowas, oder das packe ich nicht. Wenn ich Glück habe, geht der auf den, aber das ist so, ich weiß auch nicht. Achso, der ist wieder, wenn er drin ist. Kläglichster Zug bisher. Und ihr hattet schon einige schlechte. Überlegt mal, beim Priester war die Attacke, meine Emotes zu sperren. Überlegt mal. Und jetzt ist die Attacke von ihm, dass ich mit 8 Leben anfange. Tja, das war der falsche. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, ich bin tot. Das ist so... Gut, da gibt es auch sowas wie Neustart. Also, versteht ihr? Also, Emotes ausschalten oder dich auf 8 Leben runterbolzen, so quasi. Ist aber ein Unterschied. Lass die Jagd beginnen. Also, da fliege ich aus der Bahn. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das neue Meta. Das sind auch viel zu viele Zauberkarten. Kann ich im Prinzip gleich... Also, eigentlich sollte ich mal probieren, so oft es so wiederholen, bis ich wirklich mal wenigstens 3 bzw. 4 auf der Hand habe. Diener. Dann bin ich, glaube ich, auf 10 Leben runter. Und das sollten es vielleicht auch noch gute Diener sein. Onyxia ist nicht ideal, aber ich muss jetzt behalten wegen... Ja.
Ja, das sind wenigstens jetzt mal drei Diener, nicht gerade die geilsten. Die besten und geilsten sind beilsten. Komm, noch ein Diener. Natürlich nicht. Geil. Jetzt gehe ich, glaube ich, auf 10 Leben oder so. 8 Leben. Hä? Okay. Keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. Also das ist nicht zu schaffen. So viele Zauberkarten oder wie man sagen will. Oder als Jäger speziell. Muss man ja schon mal haben, so viele Zauberkarten. Ich werde euch leiten. Zu Beginn des Zuges vernichtet ein feindlicher Diener. Na, super. Entweder den oder den, aber die Bananen, da habe ich schon wieder Angst davor. Weil wenn der auf den losgeht, dann können die Schlangen vielleicht... Ja, ja vielleicht, ich weiß es nicht. Oder doch den. Ach, komm, egal. Er wird mich ja eh angreifen. Oh, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bedacht, muss ich gestehen. Das habe ich nicht bedenkt. Ich würde unheimlich gerne Lebensentzug machen. Weil sonst kriege ich mich vielleicht wieder hochgeheilt. Aber es kommt dann mit 3 Damage erstmal durch. Was hat denn der jetzt? Achso, wegen Muckler. Okay, jetzt macht er mir den kaputt, oder? Oder geht er jetzt auf mich los? Ah, okay, er will das Match beenden. Verständlich. Das ist hammerhart, oder? Was meint ihr? Das ist hammerhart. Boah. Okay. Das ist hart. Ich habe jetzt mal den Lebens... der haut mir ja zu viel rein. Endlich frei von diesem verdammten Turm! Habe ich jetzt zweimal das Geheimnis? Nee. Ja, und jetzt das noch. Ich meine, das war ja als Priester schon hart. Ja, das schaffe ich nicht. Also, nicht böse gemeint, Freunde, aber das kann ich halt nicht versprechen, ob ich das als Playlist noch jetzt weiterführe, weil... Also, als Jäger schaffe ich es schon mal nicht. Das ist nicht zu schaffen. Das schaffe ich nicht. Ich dachte, der lässt das jetzt zum Glück dann weg, weil das ja schon schwer genug ist als Jäger, aber das packe ich nicht. Also, da weiß ich nicht, ob es da einen Trick gibt, dass man wirklich fast nur Zauberkarten hat und es trotzdem irgendwie schafft. Aber der hat ja nicht mal wirklich ein AOE oder sowas, um die jetzt wegzumachen. Oder das schaffe ich nicht. Ich habe noch 2 Leben und jetzt bin ich tot. Ne. Diese Bestien sind niemand. Ich dachte, vielleicht kriege ich noch einen Tank oder so, aber das ist vorbei. Also, einmal probiere ich es jetzt noch, weil ihr seid. Aber das packe ich nicht mit dem Jäger. Also da muss ich irgendwie, glaube ich, probieren, noch mehr Diener loszuwerden. Und da frage ich mich, wie viele Diener soll es denn werden jetzt also? Also da war es als Priester nicht mal annähernd zu schwer. Ehrlich jetzt. Dieses jämmerliche Häufchen Karten nennt ihr ein Deck. Ne, also das war nicht annähernd zu schwer. Heftig, 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 heftig. Ja, das ist schon nix. Ich krieg zu viel Damage. Das war's. Ja, ich weiß, deswegen weil ich ja... Okay. Vielleicht kann ich mir bis zum nächsten Mal mal einen Guide anschauen mit dem Jäger. Ich will ja nicht aufgeben, aber das muss ich in Ruhe machen. Das muss ich in Ruhe machen. Aber ich habe ihn ja besiegt mit dem Priest. Ihr habt's ja gesehen. Aber im Jäger, ouch. Da habe ich mir einen ausgesucht. Weiß nicht, ob es als Magier auch so Scherze gibt oder... Ich meine, es ist interessant, dass er immer vielleicht was anderes macht. Ich meine, Bock hätte ich ja schon. Ich habe es ja nicht eilig. Ich kann ja mal hier mal einen Versuch, da mal einen Versuch. Wisst ihr, was ich meine? Die Playlist ist ja... Mein Gott, was soll's? Wenn ich überlege, guckst du auf Delicious, das ist schon bei... Weißt du, Kuckuck, wie viel Folgen. Also, das ist ja egal eigentlich. Ich kann ja trotzdem ein neues Ding starten. Neues Abenteuer. Aber... Fürs Erste reicht's mir, glaube ich, muss ich gestehen. Fürs Erste reicht's mir.
krieg nicht mal irgendwie. Warum muss ich das machen? Ja, das könnte auch helfen. Bei meinem Glück geht's trotzdem in die Hose. Ah, nee, das habe ich mir erhofft, dass es entweder der wird oder der. Geister! Rusher. Ich werde euch leiten! Ich brauche unbedingt den Blutwurm. Das ist natürlich. Ein zufälliger Diener ist jetzt blöd. Ich hätte gerne den weggehauen. Bei meinem Glück wird's der andere. Obwohl, er kriegt mich. Ja, doch, er kriegt mich weg. Ah, okay. Glück gehabt. Trotzdem ist der Tank jetzt weg. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Nicht einfach. Jetzt mache ich mal den Bluttyp hier. Obwohl er wahrscheinlich dann instant stirbt, aber ich brauche ein bisschen Heilung. Das war's. Wobei ich glaube, dass er den angreifen wird. Glaube ich schon. Ne, okay, er geht auf mich. Gut, klar, ich habe ja nur noch 6 Leben. Das darf ich nicht vergessen. Ja, und jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Also, er... Und er spielt noch gut. Wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Das ist... Ja, wow. Ich schaff das nicht. Ich pack's nicht. Das ist nicht zu schaffen. Also ich krieg das so mit dem Jäger nicht hin. Ich habe noch 4 Leben, das ist nicht drin. Das ist einfach nicht drin. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. Dürfte mir nicht böse sein oder sowas, aber das bringe ich nicht hin. Jetzt habe ich noch ein Level-Up als Jäger. Nee, das schaffe ich nicht. Ich, okay, von mir aus. Nee, das kriege ich nicht hin. Da muss ich entweder mal einen Guide anschauen oder das bringe ich so nicht hin. Ich werde es, denke ich mal, so machen, dass ich mir meinen Guide anschaue. Vielleicht mal ein komplett neues Jäger, ich habe noch einen zweiten Slot für Jäger. Ein komplett neues Jägerdeck erstellen, so ein Lich King Deck. Und werde es dann irgendwann mal wieder senden in dem Versuch. Aber fürs Erste war es das jetzt erstmal mit diesem Solo-Abenteuer. Wann ich jetzt probiere, konnte ich euch nicht sagen. Ich hab's durch, wenn man so will. Ich habe ihn besiegt mit dem Priest. Ich habe es geschafft, mehr ist nicht drin. Und mal gucken, entweder fange ich dann das nächste Solo-Abenteuer an, das kann schon gut passieren. Oder ich finde vielleicht schnell so einen Guide. Vielleicht ist es auch ein bisschen Pech jetzt gewesen, dass es mit dem Jäger so schwer war. Vielleicht wäre es jetzt mit der Magierin oder so nicht so schwer gewesen. Nur gruselt es mich davor, das dann mit, ja, was weiß ich, mit dem Druide zu probieren oder sonst was. Denn spiele ich nie. Oder Krieger oder was weiß ich. Aber vorerst, ich habe es wohl versucht. Ihr habt es zumindest mal gesehen, was auch passieren kann. Lasst mal ein Like und ein Abo da, würde ich mich freuen für meine Mühen. Also jetzt bin ich etwas geschunden. Aber wie gesagt, ich habe es geschafft als Priest auf Anhieb. Hätte ich nicht gedacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Runde. Und bis dahin, tschüss.